Eine Kantate zum Sonntag Esto Mihi werden wir heute hören. Dieser Sonntag ist der letzte, vor die Passionszeit dann beginnt. Der Sonntag wäre also übermorgen. Ein Sonntag, der schon ein bisschen einstimmt in das, was nachher kommt, eben die Passionszeit. Woher hat er diesen eigenartigen Namen? Esto Mihi, ein Zitat aus dem Psalm 31, hat ihm diesen Namen gegeben. Das ist der Eingangspsalm, der jeweils an diesem Gottesdienst am Anfang gesungen wurde. Und wenn ich Ihnen das jetzt vorlese, dann merken Sie, in welche Richtung das geht. Esto Mihi, der Satz ginge dann weiter, in ein Du sollst mir werden ein starker Fels. Esto mihi, ein starker Fels. In lapidem fortissimum. Wie heißt dieser Psalm? Herr, auf dich traue dich. Lass mich nimmermehr zu Schanden werden. Errette mich durch deine Gerechtigkeit. Neige deine Ohren zu mir. Hilf mir eilends. Sei mir ein starker Fels und eine Burg, dass du mir helfest. Denn du bist mein Fels und meine Burg, und um deines Namens willen wollest du mich leiten und führen. Du wollest mich aus dem Netze ziehen, das sie mir heimlich stellen, denn du bist meine Stärke. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. Sie hören, wohin das führt, und die letzten zwei Verse erinnern uns an die Passionsgeschichte. Und so beginnt dann auch das Evangelium dieses Tages, die Geschichte, dass Jesus die 12 Jünger zu sich ruft und sagt: So Leute, jetzt gehen wir hinauf nach Jerusalem. Und dann wird sich alles erfüllen, was die Propheten gesagt haben, was mit dem Erlöser, dem Messias, geschehen wird. In der Kantate 159 haben wir dann diesen Satz: Seht, wir gehen hinauf, gehen Jerusalem. Und vielleicht mögen Sie sich erinnern. Seht, die Altistin dann fragt und sagt: Komm, schau doch, mein Sinn, wo geht dein Jesus hin? Ganz anders aber, der Beginn der Kantate Herr Jesu Christ war Mensch und Gott. Hören Sie doch die ersten Takte. Das war der Cantus Firmus dann. So würde ich eine große Passion von Johann Sebastian Bach eröffnen.
Wenn ich zum Beispiel aus einem reichen Schatz von Arien, Chören und Orchesterwerken eine dritte oder eine vierte oder eine fünfte Passion zusammenstellen würde, das könnte ein Eingangssatz sein. Wenn wir die Elemente anschauen, ich habe sie für Sie aufgelistet auf meinem Arbeitsblatt, finden Sie das unter dem Buchstaben A. Oben die beiden Flauto Dolce, also die Blockflöten, die bringen das Motiv. Eine liebliche Atmosphäre. Ist es vielleicht Jesus, der Mildtätige, der Empathische, der sagt, kommet her zu mir alle? Oder, wie mein Cembalist Thomas Leininger meinte, die Wehen des Heiligen Geistes? Wir wissen es nicht, was sich Bach studiert und ausgedacht hat, aber wir versuchen es zu interpretieren. Wenn Sie die zweite Zeile nehmen, da ist die Oboe mit die beiden Oboen unisono miteinander, die folgendes Motiv machen. Ein ganz schlichtes Choralmotiv. Und wenn wir es miteinander singen, Herr Jesu Christ war Mensch und Gott. Herr Jesu Christ war Mensch und Gott. Auf dem höchsten Ton beginnend, sich nach der Dominante senkend und wieder zum höchsten Ton zurückkommen. Die Gemeinde in Leipzig hat den Choral wahrscheinlich erkannt und gesagt, ah ja, das ist unser Choral, den wir immer singen, zum Beispiel wie. Da lächeln sie, weil sie den Choral natürlich kennen, wahrscheinlich kennen. Ich hoffe es, ich kann mir es gut aber vorstellen. Hier nun aber. Wie anbetend, die ganze Zeit kommt das immer wieder durch das ganze erste Stück hindurch, in allen Stimmen, auch einmal zwischendrin, in der Bassstimme, dann bei den Flöten, dann aber auch im Chor, sozusagen die permanente Anrufung des Herrn Jesus Christus als Herr, als wahrer Mensch und als wahrer Gott. Da würde Karl natürlich eine stundenlange Predigt halten können über dieses Thema. Aber ich glaube, wir wollen dem Verlauf der Kantate nachgehen. Jetzt ein ganz spannendes Phänomen. Die Violinen und die Bratsche in der dritten Zeile machen Folgendes. Abendmahl, Christe, du Lamm Gottes, dir du trägst die Sünd der Welt, erbarm dich unser. Das ist verteilt im ganzen Stück. Und das Verrückte ist, man hört es gar nicht. Wenn Sie den Anfang nochmals hören. Singen wir es doch miteinander, Christe. Also bitte, ready, steady, go. Christe. Und dann geht die Musik in Moll-Bereiche. Moll-Dur haben wir auch schon behandelt miteinander. Also man ist in Dur, aber die Dur-Anteile verringern sich. Es ist Passionsmusik von höchster Intensität. Schon eine grandiose Einführung in die Tempus-Clausum-Zeit, in die Zeit, wo keine Kantaten dann mehr erklangen, bis dann zum Karfreitag, wo dann die große Vesper stattfand und vielleicht die Johannespassion oder die Matthäuspassion oder eine Lukaspassion oder eine Markuspassion zur Aufführung gebracht wurde. Über diesen Satz würde ich Ihnen gerne jetzt noch eine halbe Stunde weiterreden. Aber ich denke, wir belassen es bei dem, diese einzelnen Elemente, die immer wieder kommen und wo Sie hören, hier das, hier das, hier das.
Und ich stelle mir Bach vor in seiner Schreibstube, angrenzend an das Internat, wo die Buben dazumals wahrscheinlich auch nicht die leisesten waren und ihre Spiele trieben, und er da konzentriert an seinem Schreibtisch mit dem Federkiel arbeitete und sich dachte, wie will ich diesem Text der Kantaten Liedstrophe 1 gerecht werden. Morgen wird eine von unseren Spezial-CDs getauft. Am 28. März ist es dann die Hammelmesse, die wir Ihnen präsentieren werden in der Helferei in Zürich. Und morgen ist die Klavierübung 3, das große Orgelwerk, das wir bei den Appenzeller Bachtagen in Geis von unserem Gastorganisten Johannes Lang hören durften, an der Reihe mit unserem Vokalquartett. Vielleicht haben Sie sogar Lust, morgen noch dabei zu sein. 9:15 stei im Schöttesli, dort wo das Schöttesli spielen, da sind Schaukäserei, wird es mit Kaffee losgehen, und nachher spielt uns Johannes Lang ein 40 Minuten dauerndes Orgelkonzert aus diesem Repertoire. Johannes Lang ist bereits hier, und wir haben uns gedacht, wenn du schon da bist, Johannes, dürfen wir dich mit herzlich begrüßen, und du uns einige Beiträge zum Thema Choral geben würdest. Johannes Lang, unser Organist, ganz herzlich willkommen. Seit kurzem ist Johannes Lang Kantor in Potsdam, eine ehrenvolle, schöne Stelle an der Friedenskirche. Und meine Frage an dich, Johannes, Choral, Bach und Lang, was hat das so ein bisschen miteinander zu tun? Oh, das ist eine wundervolle Frage, lieber Rudi. Na, Bach ist natürlich, wie soll ich sagen, der beste Lehrer im Bereich Choral. Also wer sich als Organist auf einen Gottesdienst vorbereiten möchte und sieht, da ist ein Choral, den Bach auch vertont hat, dann lohnt es sich eigentlich, mal hineinzugucken, was er gemacht hat. Und der schönste Moment, ich denke, das geht dir genauso oder ging dir genauso, als du Organist in St. Lorenzen warst, ist vielleicht so eine der letzten Strophen, wo die Gemeinde den Choral toll kennt und du vielleicht den Cantus Firmus ins Pedal eben legst. Und dann hast du natürlich bei Bach fantastische Vorbilder, die du dir anschauen kannst. Zum Beispiel, sei gegrüßet, dir so gütig, diese fantastische Choralpartita, wo er im Bass einmal den Choral komplett bringt und das ganz toll in den Manualen umspielt. Und daran kann man sich natürlich dann leiten und probieren, die Gemeinde durch einige fremden Variationibus etwas zu konfundieren. Solange die Gemeinde aber richtig im Saft ist mit dem Choral, kann eigentlich nichts passieren. Aber das ist vielleicht das, was ich dir ganz kurz sagen kann. Bach, Choral und das, was ich als kleiner Schüler Bachs machen darf daraus ab und zu. Ja, in der Klavierübung 3, wo die Katechismuschoräle ja so im Zentrum stehen, hat es ja auch einiges Schönes zu hören, was Cantus Firmus anbelangt. Vielleicht hast du einige Beispiele, die uns in Erinnerung rufen kannst. Gut, relativ zum Anfang, die dritte von den quasi Kyrie Christi Kyrie Bearbeitungen, wo der Cantus Firmus unten im Pedal ist, wo Bach drüber schreibt, in organo pleno, einen fantastischen fünfstimmigen Satz, wo zum Schluss er durch sämtliche chromatischen Möglichkeiten hindurch wandert, sodass einem fast Hören und Sehen vergeht. Sehen vermutlich eher, Hören sicher nicht. Aber das ist eine wundervolle Sache. Oder wenn du dran denkst, die sechsstimmige Fassung von Aus tiefer Not, ich schreie zu dir, die sechsstimmig ist, wo er so zwei Stimmen ins Pedal gelegt hat, wo also der rechte Fuß ganz alleine den Cantus spielt und links der linke Fuß das begleitet, und dazu kommen noch vier Stimmen in den Manualen. Also das ist natürlich wundervoll. Und da ist es ganz ähnlich, wie wir es gerade eben gehört haben. Und zwar, dass der Cantus Firmus doch teilweise so versteckt ist, dass man sich sehr konzentrieren muss, dass man ihn überhaupt hören kann. Also wenn ich mich erinnere an unsere Aufnahme in Gams, da habe ich tatsächlich den Assistenten, den Cantus Firmus, in drei Oktaven auf dem Schwellwerk mitspielen lassen, um quasi einen 8-4 und sogar Einfuß-Zungenchor mit dabei zu haben, dass der Cantus Firmus tatsächlich auch hörbar ist. Also das vielleicht als kurze Beispiele, was wir in der Klavierübung 3 natürlich finden. Die Klavierübung 3 ist ja so reich und besteht ja eigentlich nur aus Choralbearbeitungen. Wenn ich jetzt alle
einordnen wollte, würde ich gar nicht fertig werden. Aber es lohnt sich zumindest, die CD zu kaufen. Und besonders morgen wird das schön, weil wir tatsächlich mal den Versuch machen, nur die kleine Orgelmesse, also alle kleinen Bearbeitungen, wo die Choräle häufig noch schwieriger zu finden sind, aufführen werden. Sie sehen Bach und Orgel und Lang und Choral scheint ein intensives Thema zu sein. Wenn ich an uns denke, die letzten 10 Jahre, Choral war eigentlich jedes Mal wichtig. Und wir wollen ja nicht über den Choral reden, sondern vielleicht über das, was du gesagt hast, das Versteckte und doch Vorhandene. Und da gibt es nämlich aus dem Orgelbüchlein, das sind diese Sammlungen von Choralvorspielen über verschiedene Choräle, ein ganz bestimmtes, an das ich gedacht habe und dich bitten werde, es zu spielen für uns, nämlich über Christe, du Lamm Gottes. Und ich würde vorschlagen, du spielst es uns einfach mal so vor und wir versuchen den Choral, den wir ja jetzt vorhin miteinander sogar gesungen haben, zu erkennen und in der Art und Weise zu erkennen, wie geht er um mit dem Choral. Benutzt er ihn, ist er im Bass, ist er im Tenor, ist er im Sopran, ist er im Alt oder ist er im Bariton oder sonst irgendwo. Das kürzeste Choralvorspiel, das ich von Johann Sebastian Bach kenne. Sind vielleicht 16 Takte und er beginnt in F und endet in G. Also das ist schon mal sehr erstaunlich. Dann klingt es eigentlich zuerst wie anders. Später dann mal sind das die kanonischen Veränderungen über vom Himmel hoch, da komme ich her, aber vielleicht hat man den Eindruck, er kommt vom Himmel. Und dann kommt der Choral, nämlich versteckt. Christe, du Lamm Gottes. Und oben Christe, Christe, du Lamm Gottes. Das haben Sie wahrscheinlich gehört im Sopran, aber das ist bereits der Kanon. Ein erstaunliches Stück. Und dann kommt das Wort Sünd der Welt. Und da haben wir dann gleichzeitig Cis und C miteinander. Wir wissen ja, dass Bach punktgenau arbeitet. Das ist die Frage dann an dich, Karl, ob das auch eventuell eine Idee sein könnte, dass der gekreuzigte und auferstandene und gegenwärtige zwar da ist, aber eigentlich nicht hörbar ist. Johannes, du musst uns noch mal spielen. Ja. Aber Karl, du hast jetzt, wenn du diese Frage beantworten könntest. Ich bin überzeugt, dass Bach sicher etwas sich dabei gedacht hat. Und das ist ja gerade ein Gedanke, der irgendwie immer mitschwingen muss in der ganzen Thematik der Passion. Also für mich ist es sicher so, dass in dieser Kantate hier am Anfang die Violinen diesen Choral spielen, man den gar nicht erkennt, erst wenn man ihn dann hört. In den Oboen werden sie ihn hören und einmal ganz leise in den Flöten und am Schluss dann wieder in den Violinen. Ich singe jetzt ganz leise mit, Johannes, wenn du spielst, den Kanon spielt er dann dazu. Das Versteckte von Jesus Christus, der aber ständig vorhanden ist. Ein schöner Gedanke eigentlich, Theologe. Da könnte man doch eine Predigt daraus machen. Gewiss. Also wenn ich Pfarrer wäre, gell? Ja. Also. Vom Himmel hoch. Was? Jetzt. Christe, du Lamm Gottes.
vielen herzlichen Dank, Johannes, fürs Spielen und fürs Reden. Und wir freuen uns sehr auf morgen. Und nun wollen wir in der Kantate weiterschreiten und zum Rezitativ Nummer 2 weitergehen. Vielleicht möchten Sie in Ihrem Textbuch gleich mitlesen, wenn Karl uns das erklärt. Wenn alles sich zur letzten Zeit entsetzt und wenn ein kalter Todesschweiß die schon erstarrten Glieder netzet, wenn meine Zunge nichts als nur durch Seufzer spricht und dieses Herze bricht, genug, dass da der Glaube weiß, dass Jesus bei mir steht, der mit Geduld zu seinem Leiden geht und diesen schweren Weg auch mich geleitet und mir die Ruhe zubereitet. Also der Gedanke ans Sterben, geschildert in den Worten, wie ein Leben zu Ende geht, nur noch durch Seufzen sich kann äußern, aber die Gewissheit bleibt, ich gehe als Sterbender diesen Weg nicht allein, sondern Jesus begleitet mich. Ein Gedanke, der mir sehr wichtig ist und den ich eigentlich gern da und dort angebracht habe. Wir gehen nicht Mutterseelen allein in den Tod, sondern wir sind begleitet von Jesus Christus. Und das ist natürlich entsprechend dargestellt in diesem Rezitativ. Wenn alles sich zur letzten Zeit entsetzt und wenn ein kalter Todesschweiß die schon erstarrten Glieder netzet, wenn meine Zunge nichts als nur durch Seufzer spricht und dieses Herz zerbricht, genug. Und dann kehrt die ganze Sache. Da der Glaube weiß, dass Jesus bei mir steht, der mit Geduld zu seinem Leiden geht. Hören Sie hier, wie Bach in die Moll-Tonalität geht, also nicht zu seinem Leiden geht, sondern zu seinem Leiden geht und diesen schweren Weg auch mich geleitet. Und in ein kleines Arioso übergeht und mir die Ruhe zubereitet. Heute Abend dann mit unserem Tenor, und er sagte mir ein sehr tückisches und schwieriges Rezitativ. Aber ich glaube, Bach investiert ins Rezitativ. Und es geht ihm nicht nur darum, möglichst schnell und viel Text zu erledigen, damit man ja dann das gehört und verstanden hat, also irgendwie wie eine Lektüre oder eine Lesung, sondern in kleinen, feinen Schritten es darzustellen, wie wir es doch in den letzten 10 Jahren schon manches Mal miteinander gemacht haben. Eine Bemerkung vielleicht, dieser Akkord, diese Ruhe. Ich spiele den Akkord nochmals. Sehr schwerblütig. Sie mögen sich an den Namen erinnern. Ein neapolitanischer Sechstakkord, den wir immer wieder finden bei tief bewegten, traurigen und elenden Momenten. Und diese Ruhe, die mir zubereitet wird sein, ist die Grabesruhe. Und dann die zentrale Arie für Sopran, 2 Blockflöten, Solo-Oboe und Streicher, die Nummer 3. Ja, es ist tatsächlich die zentrale Arie. Man könnte sagen, es ist der Höhepunkt der ganzen Kantate. Erinnern Sie sich nochmals an das Wort aus dem Psalm: In deine Hände befehle ich meinen Geist.
denn du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. Die Seele, so heißt es hier in der Are, die Seele ruht in Jesu Händen, wenn Erde diesen Leib bedeckt. Ach, ruft mich bald, ihr Sterbeglocken, ich bin zum Sterben unerschrocken, weil mich mein Jesus wieder weckt. Das ist seelsorgerisch und theologisch hochkorrekt ausgedrückt zugleich. Wie ist das? Man spricht ja oft davon, von der Auferstehung. Wir werden auferstehen, aber in der Bibel heißt es nicht so, sondern wir werden auferweckt. Und das wird hier betont, Jesus wird mich wieder wecken und darum sollen die Sterbeglocken nur läuten, sie stören mich nicht mehr, denn ich bin gewiss, dass ich in seinen Händen ruhe und von ihm wieder geweckt werden werde. Ich erinnere Sie natürlich auch an folgendes Stück. I know that my Redeemer liveth. Ich weiß, dass mein Erlöser lebet, aus Händels Messias. Und dort wird's dann sogar noch wirklich beim Namen genannt und dass die Würmer, die zwar den Leib zerfressen werden, ihn zwar zerfressen werden, aber er wird auferstehen. Und ich bin gewiss. Dort natürlich in diesem strahlenden E-Dur. Und hier habe ich den Eindruck, sind es die Sterbensglocken, die wir hören. Vielleicht ist es aber auch der Pulsschlag des Herzens. Und der klingt so. Die beiden Blockflöten, betont wirklich als Staccato, geschrieben mit Worten und mit Punkten, was bedeutet, jede Note ist gleich zu betonen. Wenn das nicht stehen würde, würden die Blockflöten natürlich spielen. Das wäre die Ausführung. Deshalb musste in den Noten geschrieben werden, Staccato. Dann die Oboe, die Eine von diesen Traumarien, die uns Johann Sebastian Bach hinterlassen hat. Und man sagt, wenn man die einmal gehört hat, wird man sie nie mehr vergessen. Die Sopranistin singt dann das Gleiche. Die Seele ruht in Jesu Händen. Die Behutsamkeit dieser Melodie und der Text. Und man hat den Eindruck, wenn man beim Sterben diese Arie hören würde, wäre das Trost und Zuversicht. Die Oboe aber ist gleichberechtigt. Wenn die Sopranistin singt, macht die Oboe. Sie umschlingt und umringt und umarmt und umhüllt die Sopranstimme. Und immer wieder die Blockflöten und die Pizzicati, wenn Sie in meinem Arbeitsblatt schnell nachschauen, bei Bertha sehen Sie diese Elemente auch in einer verkürzten Partitur. Bei Bertha an der ersten Zeile die Staccato-Flöten, dann die Oboe. La
Und in der dritten Zeile die Seele ruht, die Sopranistin, und in der untersten Zeile die Pizzicato-Bässe von Cello und von Kontrabass. Wenn Sie in diesem Beispiel B weiterschauen, ein bisschen nach rechts gehen, sehen Sie plötzlich eine symbolisierte Glocke und die Pizzicati. Das ist eine traumhafte Stelle, wenn die Sopranistin den Glocken ruft und sagt, kommt doch, klingt doch, ich habe keine Angst, ich bin unerschrocken, weil ich weiß, dass Jesus mich wieder weckt, setzen die Pizzicato-Streicher ein. In einem hellen, schönen, klingenden Ass-Dur, eine Tonart, die sehr selten vorkommt. Und so sehr man den Eindruck hat, die Todesglocken sind erschreckend, in diesem Moment sind sie tröstlich. Dann hören sie wieder auf. Und der wunderbarste Moment in der Kantate für mich persönlich ist, wenn plötzlich die Flöten und alles aufhört. Am Schluss, wenn es heißt, unerschrocken. Und die Oboe bleibt ganz alleine. Weil mich mein Jesu wieder weckt, weil mich mein Jesu wieder weckt. Es ist enorm, ich schaue dann bei den Hauptproben meinen Choristinnen und Choristen zu, wenn sie ja nicht singen müssen. Und man sieht natürlich sehr viel, ob sie sich eher für anderes interessieren oder am Handy was nachschauen und so. Es ist nur bei den Proben natürlich. Also, das heißt, ich gehe schon davon aus, ja. Und dann kam diese Arie und dann kamen so die Blicke hoch. Was ist das? Was hören wir da? Was ist da passiert wieder? Und ich denke, Johann Sebastian Bach wusste genau, was er komponierte, wenn es um den Tod ging. Immer wieder tiefst eindrücklich zu sehen, wie dieser junge Mensch mit 10 bereits vollweise war. Und ich denke, er sang sogar im Lateinchor mit, am Grabe seines Vaters, mitten wir im Leben stehen, von dem Tod umgeben, mitten wir im Leben stehen, von dem Tod umgeben. Und wie er mit dem umging, seine Ehefrau verlor er, hat viele Kinder verloren. Klar kann man sagen, ja, das war damals sehr viel üblicher, aber ich glaube genauso schrecklich, wie es ist. Und wenn ich sage, ein Experte im Umgang mit dem und wusste, ich schreibe Musik, darum bleibe ich dran. Ich meine, dass hier das hörbar ist in der Musik, immer wieder. Und ich glaube auch, das ist der Grund, dass wir so zutiefst jeweils berührt werden durch diese Musik. Jedenfalls, es war schön zu sehen, wie das dann so wie ein Wind durch die Chor- und Orchestergemeinde geht, wenn solche Stücke dann geprobt und aufgeführt werden. Die Zuversicht, die die Glaubende hat, wird ja dann bestätigt in der Nummer 4 im Rezitativ mit dem Arioso, wenn einstens die Posaune schallen. Ja, es geht ernsthaft zu und her, da kommt also wirklich, kommen die Gerichtsposaunen, wenn ernstens die Posaunen schallen und wenn der Bau der Welt nebst denen Himmelsfesten zerschmettert wird, zerfallen, so denke mein Gott im Besten, wenn sich dein Knecht einst vors Gerichte stellt, da die Gedanken sich verklagen, so wollest du allein, o Jesu, mein Fürsprecher sein und meiner Seele tröstlich sagen, fürwahr, ich sage ich, und so weiter. Ein eigenartiger Gedankengang. Wenn also jetzt das Gericht kommt und wenn ich dann vor dem Richter stehen muss und mich rechtfertigen muss und es alles an den Tag kommt, weil ich alles falsch gemacht habe,
so sagt der Dichter, so wollest du, Jesu, mein Fürsprecher sein und wollest meiner Seele tröstlich sagen, fürwahr, ich sage dich, er wird nicht kommen in Gericht und den Tod ewig schmecken nicht. Er nimmt Jesus gleichsam beim Wort und sagt, also, wenn ich dann dort stehe, dann sag zu mir auch das, was du seinerzeit den Jüngern gesagt hast, fürwahr, ich sage euch, wer nicht ins Gericht kommen und den Tod ewig nicht schmecken, der an ihn glaubt. Also die Stimme Christi in der Stimme des Gestorbenen und Auferstandenen wieder. Wen hören wir jetzt? Hören wir jetzt den Menschen hier oder Christus selber? Eine sehr spannende Frage. Und wir haben sogar uns überlegt, ob wir zwei Bässe nehmen könnten. Derjenige, der bittet und nachher der dann das Jesuswort spricht. Für mich ist es aber so, dass ich den Eindruck habe, der hat das so verinnerlicht. Diesen Gedanken, das habe ich so viel mal gehört, für wahr, euch sage ich, für wahr, euch sage ich. Ich rede jetzt, wie Bach das geschrieben hat, euch sage ich, für wahr, euch sage ich. Und dann geht's los. Wenn Himmel und Erde im Feuer zergehen, da konnte Bach dann seine Lust nach Oper voll ausfahren. Und natürlich auch im Gedankengang einer Passionskantate, wie wir sie hier haben, ein feierlicher Eingangschor, das Sterben und das Elend, aber auch der Glauben eines Tenors und dann diese Sterbeare mit den Glocken. Und jetzt, Kamera schwenkt drüber und man sieht gleich, wie die Posaune dann das Ende der Welt ankündigt und Christus kommt, das der preisgekrönte und große und derjenige, der richten wird, und die Böcke auf die linke Seite und auf die rechte Seite, die Schafe und so weiter. Sie kennen die Worte, Sie kennen auch die Darstellungen, Sie haben vielleicht auch irgendwelche herrlichen Requien im Sinne, sei es von Verdi oder von Mozart oder von anderen, wo das natürlich auch meistens getösehaft herrlich dargestellt wird. Für den Komponisten übrigens eine große Freude, solche Texte zu vertonen, dass der Vater nie du da hast, ihn bringe. Aber hier in diesem Moment eigentlich diese Identifikation, wie stellt Bach diesen Kontrast dar? Wenn Sie zum Beispiel hier auf meinem Blatt untersten Teil, die Nummer 4, anschauen, sehen Sie in der untersten Zeile das Basso Continuo. Pam, 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 ti, da, da, dim, pam, ti, di, di, dim, pam, ti, di, di, dim, pam, pa. Dazu singt der Bass. Für wahr, euch sage ich. Und dann kommen hier die Streicher. Alle rasen in 32stel. Es hat aber auch etwas Heroisches, dieses C-Dur. Also der Jesus, der Siegesheld, wird hier auf diese Art und Weise dargestellt. Aber schauen wir uns den ersten Teil nochmals an. Vor allem, was der Bass zu singen hat. Fürwahr, euch sage ich. Denken Sie doch an den Choral. Herr Jesus Christ war Mensch und Gott. Also es ist ein Choralzitat und Bach benutzt dieses wiederum, um zu sagen, ich gehe auf den Choral ein, ich gehe auf den Text ein, ich habe dieses geistliche Lied und ich habe aber auch den Bezug im Melodischen. Das ist eine von seinen kunstvollen Griffen bei der Choralkantate. Wir haben sie auch schon erlebt und hier werden wir es auf eine ganz besonders schöne Art und Weise hören. Also eine Darstellung der Opernintensität, wie man es bei Vivaldi finden würde, wie Bach es wahrscheinlich auch mal gehört hat. Ich bin sicher, als er in Hamburg war, hat er Opern besucht. Und natürlich fragen wir uns, warum hat es ihn dann nicht auf eine Opernbühne gezogen.
Spannende Fragen, die wir aber jetzt nicht erörtern wollen. Aber ich denke, die opermäßige Art und Weise der Behandlung, die kennt er schon aus der Weimarer Zeit. Ich gehe nochmals diesen Bogen. Wenn Sie denken, der liebliche, großartige, dann der Tenor rezitierende in letzter Zeit und am Schluss die Ruhe ausgebreitet. Und dann die Blockflöten. Ja, ri, 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 ra. Und dann wenn einst denn die Posaunen schallen. Und was spielt die Trompete? Bam, bam, bim, 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 bira, bim, bim. Das Signal, das wir schon ein paar Mal gehört haben in der Kantate 70, es muss ein Weckruf gewesen sein. Die Leipziger haben das wahrscheinlich erkannt und gesagt, ah ja, das ist ein Warnsignal der ersten Düte. Passt auf. Die Oper und dann ein siegreiches C-Dur für den Schluss. Und wie bei jeder Kantate dann der Schlusschoral. Sehr schön, wie wir das oft feststellen, symmetrisch aufgebaut. Wir hatten am Anfang einen Choral, Nummer 1, in der Mitte die Arie, was wir als Herzstück da betrachtet haben, und nach dem zweiten Rezitativ jetzt wieder der Choral, der gleichsam an den Anfang wieder zurückführt. Ach Herr, vergib all unsere Schuld, hilf, dass wir warten mit Geduld, bis unser Stündlein kommt herbei, auch unser Glaub stets wacker sei. Ein sehr schönes Beiwort zum Begriff Glauben. Also keine Gefühlsduselei, nichts Süßliches, nichts Schläfriges, sondern wacker möge unser Glaube sein, dein Wort zu trauen festiglich, bis wir einschlafen seliglich. Ein Choral in der Art und Weise, wie wir ihn oft bei ihm finden, mit Bassbewegungen. Ach Herr, vergib all unsere Schuld. Und beim Wort vom Wacker heißt's: Auch unser Glaub stets wacker sei. Bewegung also, auch Anstrengung. Und dann das Wort zu trauen mit den Seufzern im Alt. Dem Wort zu trauen festiglich, bis wir einschlafen. Es geht chromatisch daher. Heute habe ich mit der Kantonsschule Drogen gearbeitet und sie sagen, super, das klingt ja fast wie ein Blues. Sie waren begeistert und ich sage ja, wir empfinden das bluesig. Bach zeigte dieses Wegschweben und hier die Harmonisierung nicht etwa nach Dur, sondern nach Moll. Und dann ein seliges C-Dur zum Beenden, das selige Sterben. Eine Kantate, die uns alle zutiefst beeindruckt hat. Und ich hoffe, dass wir sie für Sie heute Abend auch in dieser Art und Weise spielen und singen und reden können. Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus